Video möchte ich euch die MacLite vorstellen, welche ich hier verkaufe. Ihr seht, die hat Gebrauchsspuren, aber das ist ja bei der MacLite ein Stück normal, was über das Normale hinausgeht, dass ich hier mal irgendwie Holz geschnitten habe und die MacLite sozusagen als Gegenhalterung oder als Schneidblock genommen habe. Deswegen gibt es hier solche ja, oberflächlichen Kratzer in den Aluminium, welche eher gerade sind. Die sind auch etwas tiefer, aber jetzt vielleicht nur einen halben Millimeter oder vielleicht ein Viertel Millimeter, aber es sind eben gerade, das ist vielleicht über das Normale hinaus. Ansonsten seht ihr, der ganze Korpus ist bekratzt, das ist einfach normal, das ist der Charme dieser Lampe und das ist normal. Hinten sieht man das ebenfalls, dass sie hier ein bisschen gelitten hat, aber insgesamt wissen wir ja alle, diese MacLites sind unverwüstbar, deswegen ist das relativ egal. Was ist das Besondere an dieser Lampe? Diese Lampe ist ein LED-Umbau und ihr seht hier, dass einmal die Batterie relativ schwach ist, deswegen leuchtet die so dunkel. Und ihr seht, was ich hier eingebaut habe, das ist ein, ich glaube, 12-fach LED-Modul, wobei eine LED davon kaputt ist. Mal sehen, ob man das hier sehen kann. Ja, genau, ihr seht, die eine LED ist kaputt. Jetzt schalte ich das wieder aus. Genau, und der funktioniert auch relativ. Aber ich möchte euch zeigen, wie der aufgebaut ist. Ich habe den nämlich als Teenager mir selber eingebaut. Das war in der Anfangszeit der LED-Lampen. Und da war das schon mal was ganz Besonderes. Ihr seht folgendes, dass ich hier so einen Block habe. Der stammt aus einer anderen LED-Lampe. Und der ist einfach mit Klebeband so umwickelt. Ja, jetzt will es nicht. So, jetzt genau richtig. Ihr seht das so. Also das ist im Prinzip so ein, ja, so ein Lampenteil für zum eigentlich reinschrauben. Ich habe da noch einen Adapter aus einer alten Glühbirne gebaut, dass das auch in diesen Sockel reinpasst. Und dann habt ihr den ganz normalen MacLite-Sockel. Bei dem Reflektor, der ist auch noch relativ original, aber ich habe den nochmal größer geschnitten. Also der ist auch kaputt sozusagen oder verändert worden, modifiziert. Wenn man im Prinzip so die Lampe nimmt mit diesem Umbau, dann macht sie Spaß ab und zu mal durch diese Konstruktion hier, weil das manchmal ein bisschen wackelt, gibt es einen Aussetzer, aber durch das Drehen und richtig reinklicken funktioniert eigentlich die Lampe solide. Also mit anderen Worten, es ist eine individuelle Lampe, nichts für Perfektionisten und sie funktioniert mit den LEDs. Aber da das jetzt neuere ältere LEDs sind und die neueren LED-Technik extrem zugewonnen hat, würde ich euch natürlich raten, den Umbau zu machen. Ihr könnt für ca. 10 Euro, 10 bis 12 Euro die Lampe wieder auf den ursprünglichen Weg umbauen. Also das heißt, ihr müsstet dann eigentlich nur folgende Teile kaufen. Ich schicke euch auch den Link mit. Ihr müsst euch so einen Halterring bauen für eine Lampe oder Glühbirne und einen neuen Reflektor, der nicht abgesägt ist. Das kann man dann einfach wieder einbauen und es funktioniert. Die originale Kryptolampe ist hier hinten drin, also die Glühbirne sozusagen. Das ist das erste. Für insgesamt, ich glaube, 4 Euro plus 2 Euro, also 8 Euro plus Versand für 11, 12 Euro habt ihr also eine originale MacLite, wie sie war. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich will schon eine MacLite haben mit LED, dann könnt ihr zu Amazon gehen und da gibt es für 5,10 Euro den Reflektor plus 2,90 Euro Versand. Und dann investiert ihr nochmal hin zusätzlich in dieses LED-Modul für 15 Euro, wenn man Prime hat, ohne Versand. Und dieses LED-Modul hat sozusagen, das ist das Schöne, da ist gleich dieser kleine Halterring hier für die Lampe mit oder für die Lampenfassung. Und dementsprechend müsstet ihr das nicht mehr extra kaufen. Also hättet ihr sozusagen für extra ca. nochmal 20, 22 Euro investiert, hättet ihr dann am Ende eine LED MacLite. Das ist sozusagen die Sache, die ich euch sagen möchte bei dieser MacLite, die es zu beachten gibt. Ansonsten ist das ein unverwüstliches Produkt. Ihr kauft eine Charakterlampe, die hat schon einige Outdoor-Camps miterlebt und hat schon was hinter sich, aber ansonsten ist die wirklich ohne Probleme einsatzfähig. Sie lag im letzten 8 Jahren meistens nur rum und vorher wurde sie ein- bis zweimal im Jahr für eine Woche eingesetzt und lag die restliche Zeit rum, also recht selten mit anderen Worten. Das wär's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kaufen, viel Spaß beim Basteln oder ihr nehmt sie so, wie sie ist. Genau.